Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ach, es ist gerade schön, denn es ist nach der Krankheit, also was heißt Krankheit? Das hört sich immer so dramatisch an. Nein, ich hatte nur eine Erkältung, aber meine Stimme hat darunter ein wenig gelitten, da ich hörte mich ein wenig komisch an, deswegen habe ich nicht aufgenommen in letzter Zeit. Deswegen blieb mein Kanal eine Woche lang unangetastet, aber das hier ist jetzt die erste Aufnahme nach der Erkältung und ich habe Bock. Ja, ich hab Bock und ich hoffe ihr auch. Meine Kolonisten haben auf jeden Fall Bock, denn Konsti ist natürlich mit am Start. Hallo Konsti! Hi! Doc ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo Doc! Ho, ho, ho. Hallo! Ich sag dazu nichts mehr. Oppi ist natürlich auch dabei. Hallo Oppi! Jo, hallo! Bomboli! Ja, und Dan ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo Dan! Hallo! Und Kuro ist natürlich mit von der Partie. Hallo Kuro. Wo ist Kuro? Kuro? Ach da. Hallo Kuro. Hallo. Und der neue, der, den wir noch gar nicht so gut kennen, der liebe Cass, ist natürlich auch mit am Start. Hallo Cass. Hallo. Ja, ich finde, das ist eine gute Stimme für Cass. Der hier gerade transportiert. So, jetzt ist natürlich die Sache, dass ich in der letzten Woche gar nicht gezockt habe und davor auch wieder 4 Folgen aufgenommen hatte. Das heißt, ich habe das letzte Mal vor 3 Wochen gezockt. Bin jetzt natürlich wieder raus und habe mir nochmal gerade ein bisschen die Kommentare angeguckt. Blablabli, blablablub. Das Wichtigste, Da Vinci hat kein Körbchen. Wird er bekommen. Machen wir. Dann muss ich auch noch sagen, die liebe Silence Angelful oder Angel Silenceful? Nein, Silence Angelful, so war's. Die hat auch einen Kanal und der heißt auch genauso. Und da könnt ihr mal drauf gehen, denn da wird euch viel, viel über RimWorld erklärt und wird euch was beigebracht. Da könnt ihr euch richtig viel abschauen. Ich werde mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigen, weil ich will natürlich den Charakter des Blind-Spielens beibehalten und nehme natürlich gerne, wie immer, gerne Tipps an. Die liebe Silence hat mir auch eine E-Mail geschrieben und dafür auch nochmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Ich werde gleich auch mich nochmal auf deinem Kanal umsehen. Aber wenn es zu sehr spoilermäßig wird, dann muss ich leider abschalten. Weil, wie gesagt, ich will natürlich so viel wie möglich auch selber hier rausfinden und machen und tun. Aber wie gesagt, ich bedanke mich immer ganz, ganz herzlich für eure Tipps, denn die sind natürlich trotzdem immer Gold wert, wie wir wissen. So, dann war noch, dass es hier vielleicht zu warm drinne sei. Ja, das sieht wirklich danach aus, aber es ist halt im Allgemeinen auch gerade echt warm. Deswegen sät Oppi hier drin gerade nicht. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Das ist ja auch hauptsächlich für den Winter. Ich glaube, das lassen wir jetzt trotzdem einfach so. Ich will jetzt nicht das ganze Dach da wieder einreißen. Das finde ich hat jetzt dann nicht so viel Sinn. Aber werden wir trotzdem im Auge behalten. Wir haben ja momentan genug Zeug, was hier wächst und gedeiht. Das heißt, die paar kleinen Felder hier, die werden dann halt wieder bestellt, sobald es ein bisschen kälter geworden ist. Aber wir sind ja auch in warmen Gefilden. So, was steht denn überhaupt an? Ich weiß, dass wir... Genau, wir sind am Schweinejagen, beziehungsweise Konsti jagt hier die Schweine. Da muss ich jetzt auch nochmal gerade gucken... Ist hier eigentlich Kampf aufgelistet? Hilfsarbeit, Arzt, Patient, Bettruhe, Reinigen, Transport, Forschen? Nee, ne? Oder gehört das zu Jagen? Nee, oder? Nee, nee. Dann will ich gerade noch mal gucken. Wo bin ich deppert? Wo sind denn meine Kolonisten komplett aufgelistet? Zuweisung. Gibt's das eigentlich? Sind irgendwo meine Kolonisten übereinander gestapelt? Damit ich nochmal ihre Bio genau sehen kann. Egal, gucken wir mal so. Wer hat denn hier noch? Hier. Dan hat Fernkampf 7 und Kuro hat Fernkampf 8. Das heißt, eigentlich könnten wir Kuro, wobei Kuro kochen soll, ne? Kuro soll erstmal noch weiter kochen. Wir brauchen Nahrung. Definitiv. Wir sehen es hier. Ne, dann macht Konsti das jetzt erstmal beim Jagen. Finde ich nicht verkehrt. Das ist in Ordnung. Und holt hier neue Wildschweine ran. Die können hier auch alle abgeschlachtet werden, das ist kein Problem. Ich gucke nochmal gerade die Wildtiere an. War da irgendwas, was gerade gefährlich ist? Nee, gar nichts. Das ist gut. Okay. Es regnet auch gerade schön. Ach doch, jetzt macht Oppi hier drin auch mal. Also daran scheint es nicht unbedingt zu liegen. So, Körbchen. Können die denn überhaupt jetzt, meine beiden Hunde? Die haben noch ein eigenes Gebiet, ne? Haben die ein eigenes Gebiet? Ja, ne? Ja.
Da Vinci und die sind im kompletten Heimatgebiet. Dazu habt ihr auch noch was geschrieben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer ob Gerda oder Silence, dass das nicht zu groß werden soll, weil die dann da auch sauber machen. Das ist mir bewusst. Gucken wir noch gerade nochmal. Aber so groß, ja gut, das hier ist natürlich doch ein bisschen sehr groß. Warte mal. Dann Heimatgebiet verkleinern. Das hier kann mal weg. Würde ich sagen. Weil die dann auch in den Friedhof da reinlatschen und da sauber machen, das muss ja nicht sein. Aber das hier, finde ich, sollte alles Heimatgebiet sein. Das ist in Ordnung. So. Nee, das sollte Heimatgebiet werden. Hallo, das sollte Heimatgebiet werden. Das hier wird ja auch noch ein Raum. Können wir hier schon mal einfach... So. Okay. Ah, soll ja schon alles in Ordnung haben hier. So, das finde ich okay. Hier, das geht gar nicht. So, ja, und so. Und dann finde ich das auch in Ordnung. Was sind wir gerade nochmal am Erforschen? Den Analysator, das ist gut. Der ist auch bald fertig schon. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann wollte ich nochmal, ja, es gab ja das große Problem, ich weiß. Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich keine Karawanen mehr empfangen kann, weil mich alle hassen bis zum geht nicht mehr. Aber was soll ich denn machen jetzt ernsthaft, Leute? Was soll ich denn machen? Es ist halt jetzt so passiert. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass das wirklich Auswirkungen hat. Ist Pech. Ach stimmt, den habe ich ausgeschaltet. Ich hatte da kurz Schiss. Aber hier ist natürlich immer noch... What? Hat uns eine Nachricht geschickt, so wie es aussieht, überfallen Banditen, ja. Das würde natürlich, wäre gut, wenn wir da irgendwie was machen könnten. Aber können wir halt nicht, weiß nicht wie. Was schafft der Eingang? Ich will das nur mal, hier sind wir, ne? Ist gar nicht so weit. Kommt man denn überhaupt über diese Dinger hier drüber? Auseinandersetzung, Einheit, verbleibende Zeit, 18 Tage. Herrschaft der Asen will das zerstört sehen. Belohnung, Billardtisch, Faultierwolle, Antipsycho-Folienhelm. Drei Gegner. Jetzt aber keine Karawane losschicken gerade. Mehr will ich einfach nicht. Herrschaft der Asem. Wo sind denn überhaupt die Fraktionen? Hier. Ach du Scheiße. Aber die sind noch wenigstens neutral. Die Moskitokrankheit. Das ist eine Piratenbande, das ist auch eine Piratenbande, da können wir eh nichts machen. Freundliche Ureinwohner, die sind mittlerweile feindlich und die Oweba. Ome-Wabum-Koalition, zivilisierte Union der Outlander, Even Raw, aha, feindlich, ja, aber wo sind die denn, sind es, das hier, was sind denn das, hier zum Beispiel, das ist die Ome-Wabum-Dings, und das hier, Moskitokrankheit, also es sind schon so einige Moskitokrankheiten, Leute. Hier, das ist auch. Also ihr hattet auch geschrieben, dass es viel bringt, Leute gefangen zu nehmen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Gefangen nehmen ist doch schon mal negativ, oder? Dann zu behandeln und zu heilen und dann wieder freizulassen. Muss ich die dafür gefangen nehmen? Das ist noch meine Frage. Wer das beantworten kann, gerne. Weil ich dachte, wenn man die einmal gefangen genommen hat, dann ist schon sowieso schon zu spät. Dann ist GG, Game Over, alles klar. Aber offensichtlich nicht. Aber das werden wir rausfinden. Ja, also, Leute. Und, ist momentan halt nur noch eine Fraktion friedlich. Das sind die Ureinwohner. Aber vielleicht bringen die ja auch mal hin und wieder irgendwelche Waren. Das wäre nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Naja. So, dann warte mal. Jetzt gucken wir mal gerade hier. Strukturen, Möbel,
Hier, Bat Tier Da Vinci. Wo kommt der denn hin? Hier. So. Kriegt der Da Vinci jetzt auch ein Körbchen. Finde ich ganz nett. Aber guck mal, das Körbchen von Yuma ist komplett nicht belegt. Weil, wo ist sie? Doch, hier ist sie. Vielleicht geht sie jetzt in ihr Körbchen. Ja, momentan geht sie nirgendwo hin. Naja, okay. Kuro fängt wieder an zu kochen, das ist gut. Ein neuer Tag bricht an. Und haben wir bei Konsti, warte mal, da müssen wir jetzt mal gerade gucken. Konsti jagen, bauen, alles klar, ist beides da. Sie geht jetzt erstmal jagen, ehe sie das Körbchen baut. Finde ich falsch, sie sollte erstmal das Körbchen bauen. Ist doch Stoff, ist doch da. Ist doch hier. Stoff ist da. Ja, bau das mal ready und dann... die Medizin, ja, ich will noch hier die 25 Dinger verbrauchen. Doc, mach das mal jetzt fertig. Und hier die Kräutermedizin, die verdirbt in 2, ist natürlich noch Zeit. Dafür, aber wir haben auch Strom, ich kann es auch einfach anmachen, ey, ist das scheißegal. Ernsthaft jetzt. Dann verdirbt es wenigstens nicht. Die Medizin verdirbt gar nicht. Hier müssen wir auch noch gucken, dass wir die Wände hier nochmal neu machen und vielleicht noch einen neuen Boden. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Silber? Was ist das? Silber. Hier, 872. Ja, auch nicht so viel, ne? Wer schießt da jetzt schon? Ist das... Ah, das Körbchen ist fertig. Sehr gut. Ein exzellentes Körbchen hier. Sehr eindrucksvoll. Macht natürlich dann den Raum vielleicht auch noch ein bisschen schöner. Ist auch nicht verkehrt. Was? Hinter fehlenden Aufmerksamkeit. Was? Ah, es kümmert sich momentan gar keiner um unsere Tiere, kann das sein? Tiere. Tierpflege. Das sollte doch Cass machen. Der hier aber gerade beschäftigt ist mit Reinigen und Rumtragen. Aber das... ist ja momentan dann auch nicht mehr so viel. Ja, und Oppi und Dan bestellen die Felder. Das ist gut. Das wird auch Zeit. Wobei wir ja momentan... Hier, wir haben massig Kartoffeln. Wir haben Reis. Wir haben Mais. Also es kann eigentlich von Kuro hier komplett durchgekocht werden. Das ist gut. Konsti bringt ein neues Wildschwein nach Hause. Nicht, dass die sich irgendwann dann nochmal wehren. Dann könnte es übel werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass die sich nicht so schlimm. Oder? So. Also Doc macht das jetzt fertig. What the fuck? Oh nein, die Hitzewelle. Ach du Scheiße, das macht jetzt meine Felder komplett kaputt. Okay, warte mal, ich muss mal Pause machen, überlegen, wie wir jetzt die Hitzewelle überstehen. Ich kann die alle reinschicken und die Türen verschließen, samt der Tiere. Ist das am sinnvollsten? Oder wie heiß wird eine Hitzewelle? Ja, aber ich mach das jetzt. Die Tiere kommen alle in die Safe Zone. Safe Zone hat aber das Problem, dass da keine Nahrung ist für die Tiere. Oder halten Tiere eine Hitzewelle durch? Ich habe keine Ahnung, ey. Oder gehen die mir ein? Ich meine, sicher ist sicher. Aber die brauchen da Nahrung. Wie kriege ich Nahrung dahin? Das ist jetzt das große Problem. Ich muss jetzt da ganz schnell, bevor die Hitze jetzt mega krass wird, eine Zone errichten. Eine Lagerzone. Ja, am besten einfach mal gerade hier, wo ich Stroh lagere. Hier, Heu. Einfach nur Heu. Einfach nur Heu. Heu, Priorität kritisch. Wie ist es hier? Ist schon kritisch, wenn man hier mal bevorzugt. So. Und dann möchte ich, dass ihr jetzt das Heu tragt. Alle. Ist vollkommen egal, was ihr gerade macht. So.
So. So. So. Und dann schließen wir die hier schon mal verboten. So, dann muss ich aber noch die Zone Safe Zone nach hier erweitern, damit die da auch essen können. So. Okay. Okay. Lass mal laufen. Warte mal, Oppi. Nee, warte, oder kann ich das noch mal gerade? Tür zu. Tür die automatisch zu. Warte mal. Müsst ihr da einmal durchgehen? Wie geht denn das? Tür offen halten. Ja, ich glaube, jetzt geht sie zu. Vielleicht macht das nämlich Sinn. Weil dann wird es hier drin vielleicht nicht ganz so heiß und das wächst hier wenigstens ein bisschen weiter. Nervt mich wegen dem Heugras hier, ne? Tatsächlich. Ungemein. Konsti geht jetzt wieder jagen. Ne, das lassen wir jetzt aber. Die geht jetzt rein. Die ist rein. Die geht alle rein. Wie viel Heu haben wir da schon? Noch gar nichts. Was machen die mit dem Heu? Wohin bringen die das Heu? Wohin haben die das Heu jetzt gebracht? Sind die jetzt dämlich oder was? Hier haben wir es hingebracht. Moment mal, Heu ist hier verboten. Warum bringt ihr das nicht hier hin? Hier ist Heu erlaubt. Kritisch. Was ist da los? Friends. Hallo, Oppi? Macht mal hinne jetzt, ernsthaft. Was machen die denn mit dem Heu? Ich ralle nicht, was die da tun. Stopp jetzt. Also, hier ist doch jetzt nur noch bevorzugt. Und hier ist Heu doch auf kritisch. Warum bringen die das nicht dahin? Bin ich gerade dumm? Das ist doch Heu. Was verdirbt das? Wann verdirbt denn das? Wie können wir das sagen? Oh Gott, ich raste aus. Warum geht das nicht? Lager Heu erlaubt. Priorität kritisch. Die müssten doch jetzt automatisch schon das ganze Heu dahin lagern, oder nicht? Bin ich wahnsinnig? Ich glaube, jetzt sind wir kein Heu mehr. Eigentlich ist das einzige Lager, wo jetzt Heu erlaubt ist, ist hier. Tiefgekühltes Heu. Merken die das schon mit der Hitze? Sehr heiß, ja. Ist aber jetzt auch ehrlich gesagt scheißegal. Die ist verboten. So, sind alle drin, oder? Sind alle drin, alles klar. So, ist auch vollkommen egal. Zur Not gehen die einfach hier was essen. Lassen wir das Heu einfach hier. Aber dass das verdirbt ist, bin jetzt auch neu. Ich dachte, wenn man es überdacht, dann geht's. Aber gut, 55 Tage halt auch, ne? Aber wieso sind die so krass runter hier? 5 von 60. Was ist denn da? Weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben meine Leute jetzt hier drinne, können nicht mehr raus jetzt. Zumindest mal. Das ist auch ganz gut. Hitzewelle. Die warten jetzt ab.
ehe die mir hier alle umkippen. Gehen wir da lieber auf Nummer sicher. Dann müssen sie hier drinnen. Gibt es vielleicht einen kleinen Lagerkoller. Wir haben einen schönen Billardtisch. Die Tiere sind da. Das ist doch alles gut. Können wir mal sauber machen auch. Oh, hier ist noch eine Tür. Verboten. 60 Grad draußen. 60 Grad. Außerhalb der optimalen Temperatur. Denn das? In 55 Tagen 2 von 60 HP quasi. Was passiert denn da bitte? Ist das irgendwie weniger oder so? Nee. Keine Ahnung, ey. Gar keine Ahnung. Naja, okay, Leute, die Hitzewelle hat uns erfasst. Es sind 58 Grad draußen, keiner geht mehr raus, keiner setzt mir einen Fuß vor die Tür. Da, jetzt ist es nur noch auf 1. Das wollen wir jetzt noch sehen. Aber das ist ein guter Cliffhanger für die nächste Folge, denn diese ist jetzt vorbei. Ha! Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, gucken wir, was hiermit passiert. Ist er einfach weg? Wenn ja, dann werde ich das Ding auch kühlen, ist mir scheißegal. Jetzt sage ich erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Ich freue mich auf euch, am Donnerstag geht's weiter. Und das ist dann die letzte Folge vor Heiligabend. Oh, ist das toll. Ist das toll. Also, bis dahin, macht's gut, euer RimWorld.